heute gibt es wieder mal ein App-Review. Und ja, dieses Mal habe ich leider kein Stativ. Denn die Webcam spinnt irgendwie rum. Also, hier muss ich jetzt meinen Code eindeppen. Entriegeln. Code. Okay. Und ja. Heute zeige ich euch die App Galcon Labs. Sorry, dass es heute so wackelig ist, aber egal. Wo habe ich es denn? Ah, hier. Wie ihr seht, hatte ich keine Lust, ins Finstere zu gehen, aber egal. Ja. So, ja, ich habe mir jetzt ein bisschen was hier zusammengebaut. Und dass das so halbwegs steht. Wenn das nicht geht, dann mache ich es sowieso nur. Ja, ja, sehr schön hier. Steht auf dem Mülleimer. Und ja, egal. Hier haben wir ein völlig überhaupt nicht fokussiertes Teil. So, jetzt geht das und dann entriegel ich den und muss den iPod schnell aus dem Bild holen. Denn ich muss meinen Code eintippen. Kacken. So. Ups. Und ja. Heute zeige ich, wie schon gesagt, die App Galcon Labs. Kostet 2 Euro irgendwas. Eine Wetter-App sieht man hier, wartet. Ich schaue euch jetzt schnell nach, wie viel das kostet. Galcon. Labs. Und es kostet, doch nicht in die AGB, 2,39 Euro. Ja, das ist die App. Man kann es auch im Landscape. Und ich gehe jetzt mal ins Menü. Das gibt es nicht im Landscape. Aber egal, hier können wir jetzt einen Modus auswählen. Aber was ist der Sinn an diesem Spiel? Hier ist der Sinn daran, dass ihr habt hier so, ich nenne das jetzt mal Planeten, mit so Zahlen, also mit so Raketendingensteile. Und ja, die könnt ihr halt dann auf, ihr habt da halt welche auf euren Planeten drauf und ihr könnt sie dann eben auf andere von euch drauf machen, hin und her ziehen. Und mit diesen müsst ihr den Gegner besiegen und dann eben so viele Planeten, ich nenne die halt Planeten, wie möglich bekommen. Weiß ich nicht, wie die da in echt heißen. Ich nehme jetzt einfach mal den Classic Mode und drehe das. Get ready. Müssen wir hier drauf tippen. Und ja, hier muss ich jetzt rüberziehen. Hier nehmen wir jetzt mal so einen. Dieser hat nur 4. Das gehört ja auch mir. Und die wurde hier gerade zerstört. Und ich finde das Spiel sehr cool. Und auch passende Musik. Finde ich. Und finde es halt cool. Ich empfehle euch diese App echt sehr. Und es geht auch so. Aber ich spiele es wieder im Landscape Mode. Musik ist auf jeden Fall passend. Und ja. Dazu kann man eigentlich nicht so viel erklären. Und ein cooles Spiel mit verschiedenen Modis.
Ja. Back. Singleplayer, auch Multiplayer verfügbar. Hier müssen wir aber dann einen Account erstellen. Ja, More Games. Jetzt kommen wir zu Galcon.com. Und ja. So, ich kann es euch nur empfehlen. Das war's dann auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Thank you.